Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Lehrkräfte in den Schulen müssen heutzutage Lehrende, Begleiter, Erzieher und Bezugspersonen sein können. Schlimmstenfalls alles auf einmal. Dafür brauchen die Lehrkräfte eine hervorragende Ausbildung, ganz auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, der Schulträger und der Kolleginnen und Kollegen zugeschnitten. Allerdings, und da ist die Bilanz nicht so erfreulich, wie hier in Ihrem Antrag beschrieben, müssen auch die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Da haben wir bei der chronischen Unterfinanzierung der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen berechtigte Zweifel. Sie fordern in Ihrem Antrag, dass die Lehrerausbildung in ihrer Fortentwicklung besonders die Herausforderungen der Inklusion beachten soll. Damit sind wir völlig einverstanden. Aber die Umwandlung der didaktischen Mittel, um endlich in der Wissens- und Informationsgesellschaft anzukommen, ist eine genauso große Herausforderung. Ihr Antrag sagt dazu nichts. Im Gegenteil, wir finden, beides sollte miteinander so kombiniert werden, denn nur so wird ein nachhaltiges, tragfähiges und damit auch wirksames Konzept draus. Aber das fehlt bei Ihnen gänzlich. Hier zeigen Sie vielmehr, dass Sie eine nachhaltige Bildungspolitik gar nicht anstreben, sondern lieber Flickschustern betreiben. Eine Bemerkung zu Ihrem Antrag aus technischer Sicht. Wie haben wir denn zu verstehen, dass die Hochschulen Ziel- und Leistungsvereinbarungen abschließen sollen? Das geht ja davon aus, insbesondere bei der Fokussierung auf das Thema Inklusion, dass dort sowas wie Messbarkeit möglich ist. Damit dieser Punkt fällt in Ihrem Antrag weit hinter den Entwurf zu Ihrem eigenen Hochschulzukunftsgesetz zurück. Sie wollen doch durch Hochschulverträge in die Hochschulsteuerung eingreifen. Also ich denke, da muss noch nachgebessert werden. Frau Gebauer hat es gerade angesprochen, wir Piraten sind da ganz bei Ihnen. Im Punkt 8 Ihres Beschlussteils, da gehen wirklich alle Warnlampen an, heißt es, dass die Landesregierung gebeten wird, im Zuge des weiteren Inklusionsprozesses in der Schule die benötigte förderpädagogische Kompetenz für die Schulen zu sichern, innovative Formen der förderpädagogischen Qualifizierung zu erproben und langfristig Fragen der strukturellen und curricularen Erfordernisse des förderpädagogischen Lehramtes neu zu prüfen. Das kann wie ein Hinweis interpretiert werden, dass die Förderpädagogen, die wir jetzt kennen, nach und nach verschwinden werden oder dass Ausbildungsgänge aufgeweicht werden. Das halten wir für ausgesprochen fatal, da es auch diese Lehrkräfte weiterhin dringend braucht. Und es ist, die Vorrednerinnen haben es schon gesagt, es ist schade, dass Sie diesen Antrag direkt abstimmen lassen wollen. Wir würden uns wirklich auf eine Debatte im Ausschuss freuen und ich kann Ihnen versprechen, diese wird mit Sicherheit noch mal aufkommen. Ich empfehle aufgrund der fehlenden Nachhaltigkeit Ihres Vorschlags unserer Fraktion, sich an dieser Stelle zu enthalten. Erlauben Sie noch ein Wort zum Entschließungsantrag der Union. Herr Berger ist wieder da. Er hat vorhin einen Zwischenruf gemacht, was die Hürden beim Latinum angeht. Herr Baas hat es vorhin gesagt, auch die Vorrednerin hat es gesagt, unter den gegebenen Voraussetzungen, die wir heute haben, ist es von einem Lehrerin, von einem Lehrer, der Französisch oder Spanisch unterrichten will, zu verlangen, ein Latinum zu haben, dasselbe, als würden Sie von einem Englisch unterrichten wollenden Lehrer verlangen, Altgermanisch zu können. Das halten wir nicht für zeitgemäß. Was die Wissenschaftlichkeit angeht, Philosophie, Grundlagen, da ist es klar, da wird man diese Dinge brauchen. Wir werden Ihren Entschließungsantrag daher als nicht zeitgemäß ablehnen. Vielen Dank.